Hatte ich hier Kunden vorne gehabt, halt, ne, die haben sich vorher beurteilt, angefragt, ich sag, komm den ganzen Tag vorbei, ich sag, bin da, wir wollten entweder eine Riva kaufen oder die Renault Zenik. Ne, Preise und so standen ja alles dran, war auch alles gut. Und hier, dann kamen sie halt an. Ich denke, ja scheiße, Offerkabel, so ein Mikrofon und sowas alles. Aber hat noch kein Kameratyp hat gescheckt, dass er Kunden sind. Ich denke, ja gut, geh's mal so raus, wenn die schon nicht mitkriegen, so in der Art, ne? Weißt du, werden sie schon nicht mitkriegen. Ich da davor nach draußen mit Mikro und so. Jetzt hier so, ja, pass auf, das ist der Wagen und sowas. Und hier, da kommt das Kamerateam rausgelaufen. Moin, wir sind das Kamerateam. Hier, dürfen wir sie aufnehmen? Da sagt der Kunde auch noch, ja, klar, kein Problem. Können Sie gerne machen. Ich denke, scheiße. Jetzt muss ich natürlich jetzt ein Auto verkaufen, als Autohändler. Vor denen. Das Problem ist aber folgendes gewesen. Ich hatte das Problem, ich mache dieses Auto, ich sage, schieße die Kiste auf, ZV geht nicht. Denn scheiße, was geht ZV denn nicht? Weil ZV ist in dem Wagen in Ordnung. Dann kann auch nicht wahr sein. Ne? Steig ein, Batterie komplett tot. Guck auf den Lichtschalter. Was war gewesen? Lichtschalter noch an. Ich habe Licht angelassen, ich Idiot, wo ich ihn hingestellt habe. Das heißt, erstes Ding, Max Bieter verkauft ein Auto, Batterie tiefenentladen, weil Licht an war. Dreck. Ne? Gordon dann schnell losgelaufen. Raketenheizmann Hasi, ich danke dir für 10 Mark, Mann. Vita Mais. Wann ist Gurkenmuseum? Sonntag. Nächsten Sonntag. Danke, Alter. Ne? Ich dann auf jeden Fall dann, wie soll ich sagen, Alter? Gordon holt dann das Ding. Ich sag, pass auf, du, kein Problem. Du kannst den Wagen in der Probe fahren. Wir haben rote Kennzeichen, alles da, ne? Kein Problem. Und diesmal, wenn ich sage, wir haben rote Kennzeichen da, fährt so Harry original mit den roten Nummern und Topolino an uns vorbei, winkt, puft und fährt weg. Und geht nicht mal an sein Telefon. Echt jetzt? Original? Das Thema rote Nummern auch erledigt. Dann stand ich natürlich da und sagte, scheiße, wie willst du den Kunden jetzt noch ein Auto verkaufen? Kurve können sie auch nicht machen. Hab ich sie mit der Kiste dann auf den Hof geschickt hinten, dass sie auf dem Hof im Kreis gefahren sind mit dem Auto. Dann haben sie ihn ausgemacht. Wollten wir wieder anmachen, wird die Batterie wieder leer. Ist ja klar, weil wir waren natürlich aufgeladen, ne? Scheiße. Ja, dann haben sie gesagt, tut mir leid, hier. Hat sie gesagt, ich würde gerne einen Wagen mit Klima haben, also die wollten Hunde transportieren. Das ja, die wollten nicht nur Hundetransporter haben, den Wagen hier. Ne, war voll übrigens auch. Ein paar Hundehaare sind auch hinten drin, die habe ich nicht ganz rausgekriegt. Aber war mal ein Hundetransporter, die Kiste vorher. Und war, ich kenne den Wagen schon ewig. Ewigkeiten bei mir in meinem Kundenpool gewesen, in Anführungsstrichen. Der kommt sogar von mir tatsächlich. Aber schon vor vielen, vielen Jahren. Naja, auf jeden Fall sagt sie dann so, ja, pass auf, ich hätte aber gerne ein Auto mit Klimaanlage, wäre das möglich? Ich sag, ja, der Renault Zenik, der vorne steht, weil gehen wir mal weiter nach vorne, sag ich mal Renault Zenik, ne, weil das ist so richtig scheiße, vor allem mit Kamera beim Fernsehen dabei, Alter, ich blamier mich wie blöde, weißt du, ich stand da wirklich, ich denk, scheiße, und die Typen mit der Kamera an der Hand, die Kamera ist 10-mal größer als mein Arsch. So, pass auf, wir gehen mal nach vorne, warte. Jetzt gehen wir mal, ich muss es mir erklären. Ne? Ja, aber wirklich jetzt. Also, ehrlich, das war, also, so wie es nicht sein soll. Ehrlich, wie es nicht sein soll. Pass auf. Dann stand ich hier bei den Renault Zenik mit denen. Ich sagte, da würde auch ein Hund reinpassen, das ist kein Problem. Man kann das ja hinten rausnehmen bei dem Auto. Passt ja alles. Das ist auch soweit fertig. Den kann man verkaufen. Ich steige ein, schmeiß an die Kiste, Auto läuft gut an, ne? Problemlos, alles gut, so in der Art. Dann aber Klimaanlage an, Klimaanlage auf kalt. Wie es immer so ist bei alten Gurken, Klimaanlage funktioniert natürlich nicht. Ich dachte, du Scheiße, Klima geht nicht. Ich muss mal gucken, ob ich die befüllen lassen kann oder was. Aber so wie es aussieht, funktioniert die nicht, ne? Wir gehen davon aus, hier geht gar nicht. Ne? Polo konnte ich nicht verkaufen, weil der hat ja auch keine Klimaanlage. Ne? Beim Hund ist eine Klimaanlage ganz wichtig. Dann habe ich gesagt, pass auf, ich habe noch einen Wagen für euch. Ne? Ich habe noch ein Auto da. Das war noch nicht fertig. Das habe ich noch hinten auf dem Hof stehen. Das ist noch hier im Ankauf gewesen und haben wir noch nicht angefangen. Aber ich kann euch mal zeigen, das Auto konnte ich euch in ungefähr einer Woche fertigstellen, dass ihr das Auto dann halt dann mit neuen TÜV übernehmen könnt. Das ist das gleiche Auto wie der Meriva. Ne? Pass auf. Dann gehe ich so nach hinten. André, immer, schick mal irgendwie eine E-Mail oder irgendwas. Gurken bin ich immer dabei. Von meinem Caddy, das kann Gordon wieder braten. Da freut er sich wieder drauf. Endlich wieder schweißen. Ja, ich gehe so nach hinten mit den Kunden. Kamerateam im Nacken. Ne? Ihr kennt das Thema.
pass auf, ich habe noch einen Riva da, bisschen neuer, Facelift-Modell, sag ich. Kostet zwar ein bisschen mehr, aber ist ein Facelift-Modell und hier, der ist auch gut. Der stand dann genau hier zwischen. Hier stand der. Ne, hier zwischen den beiden Autos. Moral der Geschichte ist aber, man kam natürlich überhaupt nicht dran, weil alle beide Türen waren zu und Gang war drin. Das heißt, ich sage, das ist das Auto. Dürfe ich mir den Wagen bitte mal angucken, sagt die Kunde. Ich sage, ja, das könnte ein Problem werden, weil ich kriege die Tür nicht auf jetzt. Stand da wieder wie ein Idiot. Ich denke, Alter, kann doch nicht wahr sein, ne? Habe ich den vorgeschoben. Der war zum Glück auf für den Zeitpunkt. Vorgeschoben, das Ding. Hab das Ding dann rausgefahren, sprang auch gleich an, ne? Ja, ich, ne? Dann habe ich diesen Meriva hier gezeigt, so. Diesen hier. Sagst du, ja, auch ein schönes Auto, wie gesagt, aber der braucht mindestens 1 bis 2 Wochen, weil ich muss noch gucken, Lenkung ist noch am Klötern ausgeschlagen, ein bisschen TÜV-Arbeiten haben wir noch. Aber hat neue Reifen drauf und steht gar nicht mal so übel da, ne? Das Rost im Radlauf hier, Rost und Schweller im Wegdenken, sagt, den schmeiße ich auch noch zu, ne? Oder macht Gordon wenigstens, ne? Machen wir halt dicht. Übrigens, der Staub ist übrigens von meinen Donuts. Weißt du, mein Handy-Donuts. Da seht ihr, die ganzen Kerne alle versaut hier auf dem Hof von der Scheiße. Naja. Dann sagst du, ja, schön, was kostet der Wagen denn? Ja, ich sag, ja, im Schnitt so ungefähr 500 Euro mehr wie der andere. Oh, okay, das wird dann wahrscheinlich ein bisschen eng. Ne? Dann haben wir Klima getestet. Klima ging auch mal wieder nicht. Ist klar, warum soll die Klima auch gehen, wenn so Klima funktionieren muss? Und die geht meistens nicht bei alten Gurken. Sind den meisten Leuten auch scheißegal. Wer für 2000 Euro in der Karre kauft, ist das scheißegal, ob die Klima geht oder nicht geht. Ein bisschen 3/4 der Fälle. Und, ne? Naja, auf jeden Fall hat sie dann gesagt, nee, ich sag Bescheid, ich muss mal eben kurz gucken, wie der mit dem Budget ist und so, weil ich bezahle das Ding nicht, bezahlt hier, mit einer Familie bezahlt, ich melde mich bei dir. Welcher Autohändler hat das, wer von euch weiß, was ich meine mit ich melde mich bei dir? Ich denke, scheiße, gar nicht wahr sein. Ja, aber ganz lieb, und wir müssen noch unterschreiben fürs Fernsehen, dass die auch hier aufgenommen werden durften und so weiter, so ein Zettel gekriegt von denen. Und wir sind dann wieder halt von dann gesaust. Ich dachte natürlich, von den Kamen kommt nichts mehr. Aber tatsächlich hat sie mich wieder angeschrieben. Ich habe gesagt, pass auf, ab Montag ist noch keine Kamera mehr hier. Dann hast du ein bisschen Ruhe. ja, Fakt ist, sie hat mich wieder gemeldet und sie kommt jetzt morgen den Wagen besichtigen, den da. Also sie guckt den Wagen morgen an. Also selten. Aber hat sie echt getan. Möchte den Mariva wohl gerne haben. Ja, ich bin gespannt. Aber muss da die Abschläge machen, weil der Wagen hat keine. Der hat auch vom Werk aus. Der hat keine kaputte Klima, der hat einfach keine Klima. Hat er vom Werk aus schon nicht. Ist auch ganz gut, weil sonst wird der Export schon bekommen. Also mal gucken, ich bin gespannt. Ich bin guter Dinge, dass die Kiste morgen weggeht. Ich schätze, sie kommt. Ne, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Stellt euch mal vor. Ich fahre auf blauem Dunst auf eBay Kleinanzeigen, ne, zu einem Autohändler, um ein Auto zu kaufen. Der Autohändler kommt dann raus, blamiert sich vor euch und plötzlich kommt ein riesengroßes Kamerateam vom Fernsehen und filmt euch noch dabei. Was denkt ihr denn? Junge, das war eine Katastrophe. André, Alter, ich danke fürs Gurkenfahrrad, ne, für 5 Monate. Also, wisst ihr, was ich meine? Ist das schon krass, oder?